So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von SpongeBob. Schlachtfliegen, die Leute. Öffnen ist klasse. Oh, wie funkelnd. Wie funkelnd. Remastered, rehydrated. ja, letztes Mal haben wir ja den Kelp Forest, also den Seetangwald, abgeschlossen. Auch wenn uns dort immer noch... so ein Fake, Alter. Auch wenn es da, glaube ich, noch ein oder zwei Socken fehlen. Wie viel eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Eine. Ärgerlich. Naja, die wird irgendwo sein. Wir brechen jetzt, würde ich sagen, auf in den Friedhof. In den Friedhof? Auf den Friedhof. Zum Friedhof des fliegenden Holländers. Und ja, das ist auch meine letzte kleine Session. Zwei Folgen, die ich jetzt aufnehmen werde, bevor ich eine Woche lang mit Andy Spaß haben werde. Für euch ein fließender Übergang, für mich mal wieder nicht. Man kennt es. Ich komm gerade aus der Dusche. Mein Rücken ist noch ganz nass. Könnte daran liegen, dass da Haare gerade rumbaumeln. Der Schiffsfriedhof. Irgendwo in diesem gruseligen Durcheinander erwartet uns ein furchterregender Geist. Irgendwo, direkt am Anfang. So, und die Mucke vom Friedhof des Fliegenden Holländers ist einfach die geilste im Spiel. Passt auf. So, erstmal. Du hörst dich komisch an. Wer wagt es, den fliegenden Holländer zu stören? Jetzt geht's. Hört er sich auch seiner Serie? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin Sir SpongeBob. Ich brauche keine Kekse. Aber ich bin doch gar kein Pfadfinder. Hör mal, Junge, ich bin gerade viel zu aufgewühlt, um dich zu Tode zu erschrecken. Komm später wieder. Was ist denn los? Es sind diese verdammten Roboter. Sie haben mich von meinem eigenen Schiff geworfen, haben sie. Von seinem eigenen Schiff geworfen zu werden, ist genauso, als ob dir von einem flüchtigen Bekannten die Unterhose runtergezogen wird. Das ist eine sehr traurige Sache. Und jetzt haben diese Roboter ihr eigenes Piratenschiff und ballern sich gegenseitig weg. Kann ich vielleicht irgendwas für sie tun? Nun, da du schon fragst, geh auf mein Schiff und benutze die Kanonen, um das Roboterschiff eigenhändig zu besiegen. Noch irgendwelche Fragen? Gibt es diesen wunderschönen Hut auch in Größe 3? Nein, aber wenn du das machst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender als Beute. Und jetzt Abmarsch! Das war nicht die Stimme aus der Serie. So, und jetzt kommt der geilste Teil der Musik. Pass auf. Oh. Nein! Neuer Gegner. Oh, oh. Okay, da geht die Musik von vorne los. Entschuldigung. Aber wir hören die noch. Leute, ich finde nämlich so eine Ölkacke. Ich bin mir gerade über unsicher. Aua. Wenn man die nochmal kaputt macht. Ey! Stirb. Okay, warte mal. Machen wir anders, würde ich sagen. Eigentlich auf Entfernung kann der nicht so viel. Zack. Ich komme. Oh oh. Da wurde ich zerlegt. Ah, die Gegner sind doof, ich mag die nicht. Immer wieder ein Spaß, wie man die besiegt, auf jeden Fall. So, immer wieder ein bisschen überlegen. Los, SpongeBob! Los, SpongeBob! Los, SpongeBob! Ja, ist doch gut. Aus sicherer Entfernung, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, dann kriegt er sein Schutzschild direkt wieder, bevor ich da bin. Nee, tatsächlich nicht. Lexikon der Roboter! Ja! Damit haben wir jetzt jede Roboterart einmal besiegt, tatsächlich. Es gibt keine neuen mehr. Schöne Musik. Okay, weiter. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Nein. Da geht's rüber. So, irgendwo hier unten lauert auf jeden Fall ein Pfannenwender, den ich früher auch immer nicht gereilt habe. Aber ich glaube, ich weiß noch, was geht. Und etwa zumindest. Da unten nämlich. Darf wieder Geld ausgeben. Na gut, machen wir das mal wieder. So. Haben wir den Knöpfchen drücken. Geht nicht.
Ah. Okay. So, jetzt kommt wieder der beste Teil der Musik. Achtung! Zu hübsch! Ich halte mich aus! So, warte mal, wo war nochmal das... Wo war denn das, was wir gerade gesehen haben? Da! Na, da komme ich nicht hin, oder? In meiner Rakete. Ach, eine Socke. Interessant. So, jetzt müssen wir uns hier nämlich Walljump-Fähigkeiten bauen hier erstmal. So, weg mit euch. Easy peasy. Herrliche Musik. Ja, bitte, bevor du mich triffst. Da. Sah ein bisschen billig aus. Aha. Da wird sogar direkt das Wasser weg. Das Wasser wird weg. Ja. Ach, guck mal hier, kann man sogar direkt hin. Sehr nett. So, 30 Sekunden. Jetzt kriegen wir gar nicht mal mehr hier die Anleitung. Die ist geöffnet. Eine Runde Schwammball. Oh, bin ne. Belastend. Kann auch nicht irgendwie direkt abbrechen, ne? Finde ich doof. Mag ich, wie das Schloss daneben liegt. So, neuer Versuch. Ist halt gar nicht so einfach, hier nicht getroffen zu werden. Wow, 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 wow. Genau so nämlich. Aua. Aber das schaffen wir trotzdem noch, glaube ich. Jetzt, wenn ich muss da reinrollen. Nee. Das geht auch so. Tada! Jetzt einmal einsperren lassen, bitte. So, das ist ja sogar eine Maschine. Das ist ja interessant. Was macht die da? Einsatzleitung. Es kann losgehen. Off. Sollen wir, glaube ich, einfach nur das Leben schwer machen. Das war ja lustig. Batsch, batsch, batsch. Gut, haben wir den auch schon mal. Ist doch schön. Mal gleich einen optionalen Pfannwender geholt. Wie man da hinkommt, weiß ich nicht mehr so genau, aber das finden wir schon raus. Jetzt geht's wieder ab. Ich mag das. War schon früher mal Highlight in der Musik hier. Ich mag den Friedhof tatsächlich sehr gerne. Ist eines meiner liebsten Gebiete eigentlich. Aha. Ah, warte mal, hier, hier gab es auch direkt was. Guck mal, da schwören nämlich auch schon Pfannenwender rum, einfach so. Boah, ganz simpel. Plop! Noch ein Pfannenwender und ich krieg sogar eine Trophäe wieder. Eine Goldtrophäe, glaube ich sogar. Okay, genug gegrindet, weiter geht's. So, Sprungmöglichkeit bauen. Wie ging denn der Scheiß nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir müssen auf jeden Fall... Ja. Okay. Der ist fest hier, ne? Das ist für den Rückweg später gut. Kann man auch zwischen denen jetzt einfach? Nee, ne? Also ein bisschen verwirrt es mich schon. Ah, wie ich da hinten hochkomme. Moment, den hatte ich ja. Moment. Einfach mal alles ein bisschen hin und her schieben. Geht schon irgendwie.
Komm ich schon mal hier rauf? Du auch schon mal was? Ach so! Ach, guck mal, ist ja eigentlich schon richtig, weil hier kann ich ja jetzt einfach rüber. Schaffe ich den Sprung? Jupp! Rasenblätter voraus! Verzieh dich! So, jetzt kotzt er mir noch einmal voll, dann gehe ich einmal ein paar Meter zur Seite, damit er mich nicht trifft. Bam! Das sind definitiv die nervigsten Gegner. Oder die schwierigsten auch. Ich erinnere mich da an eine Aufgabe, die später noch kommt. Im nächsten Gebiet, im letzten Gebiet. Die ist hart. Das wird noch ein großer Spaß. So. Ah, nee, doch nicht. Warte mal, ist nicht hier irgendwie die Socke jetzt? Nee. War denn die Socke? Da! Wie komm ich da denn nochmal hin? Oh, okay, Sandy. Sandy? Ehrlich? Sandy? Ja. Okay. Da brauchen wir Sandy, ich verstehe. Dann gehen wir weiter. Dann juckt mich. Das alles nicht. Oh. Ah, das könnte zu weit weg sein. Wie gesagt, das ist ein Schutzschild, kommt dann irgendwann wieder. Reicht aber. Sehr gut. Mach die immer lieber aus Entfernung platt. Sonst viel zu anstrengend. Weg. 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 Ah, okay. Moment. Ja, ist okay. Der ist schon in den Tod gefahren. Okay, jetzt muss ich den Knopf da oben drücken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Papa. Okay, ich will jetzt mal tippen. Manchmal ist den es brauchen. Total befriedigend, einfach einen so, Knopf zu drücken. So. Drück. So. Und den wieder weg. Ah, jetzt haben wir das Problem. Ne, wir haben gar kein Problem. Geh weg. Mit denen, dann passt das, ne? Ich glaube, es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das sieht doch wunderbar aus. Dim, dim, dim. Piu, piu. Ach ja. Ich glaube mal wieder die längste Rutsche der Welt, ja. Wenn sich die Mucke wieder hoffentlich ändert. Alles andere wäre schade. Und da hinten ist eine Trophäe. Seht ihr sie? Wow. Ändert sich nicht mal. Okay. Hier können wir dann das Ding öffnen. War da hinten eine Bushaltestelle irgendwo? Nö, ne? So von wegen, dass ich da hinten wechseln müsste. Na doch. Doch, ich glaube schon. Warte mal. Gucken gerade mal. Ganz am Anfang? Beim Fliegenden? Nee. Leider nicht. Er streichelt seinen Schwanz. Schön! Würde ich jetzt auch gerne machen. Kann ich ja. Seht ihr ja nicht. Gut, dann wird die Bushaltestelle irgendwo anders sein. Da am Ende vielleicht? Geht denn das? Krieg ich ein Sandy hier, ja. So, und die Trophäe. Mega Pfannwender, super. Mega. Mega Piece. Mag die Musik sehr gerne. Muss ich leider das Gebiet wechseln gleich. Mit Sandy. Kann schon sein. Schiffsfriedhof. Wie sieht denn da nochmal genau aus, der Schiffsfriedhof? Was kommt denn hier? Ich weiß es nicht mehr. Ah doch, ich weiß es wieder. Ahoi, Thaddeus! Schrubb das Achterdeck! Nicht so gut synchronisiert. So komisch. Hast du nicht einen silbernen Schneebesen zu besorgen? Nein, einen goldenen Pfannenwender. Was auch immer. Da oben ist einer. Was auch immer. Thaddeus sagt was auch immer. Ich fühle das. Da hinten war, glaube ich, eine Bushalte. Das habe ich schon 87 Mal gesagt, aber da hinten, seht ihr sie? Da ist sie wirklich. Dann werde ich gleich mal direkt umdrehen. Mach mal kaputt da oben. Geschenke öffnen ist klasse. Hey! Kompetenz.
auf jeden Fall bei mir mal wieder groß geschrieben. Scheiße. Aber werde ich auf jeden Fall gleich mit Sandy umdrehen, mir direkt die Socke holen. Hier gibt es ja auch nur 3 Stück, ne? In dem Gebiet. Das ist halt auch interessant. Texturen haben gar nicht so Bock. Na, jetzt. Sieht komisch aus, der Strudel da im Wasser. Zieh dich. Dann machst du diesmal den Stein. Alter! Voll schwer abzuschätzen. Dann sieht den Schatten so schlecht. Oh. Genau meine Größe. Man nennt mich auch Schwamminator. Ja, ja, ja. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Alter, ein Maul Schwamminator. So! Sandy. Also hochkommen tut Sandy definitiv da nicht. Ja, vielleicht baut man hier irgendwas. Ich glaube sogar. Ich weiß nicht mehr genau. Aber nicht so schlimm. Sandy kann man sich aber noch ein bisschen retten hier. Lass mit Thaddäus reden, mal gucken, was er zu sagen hat. Audi, Thaddäus! So viel zum Thema Ruhe und Frieden. Na, er war wieder zu Besuch bei seinen Hoffnungen und Träumen. Ich verstehe. Nervig, dann muss ich gleich nochmal die Scheißroboter-Viecher besiegen, wa? Naja. Achtung, gehört wohl dazu. Ein Schatz in einem Anflug. Ja. Ui. War das eben auch schon so viel? Öl macht mir keine Angst. Ich komme aus Texas. Okay, extra Spruch nur für die Gegnerart. Finde ich nett. Klopp. Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Uiuiui. Ich gerade überlege, ob ich mich jetzt einfach wegporte mittels der Menüfunktion. Aber nee, komm. Ich gehe richtig zurück. Boah, Alter, ist ein fetter Fleck da oben. Fetter Scheißfleck. So, haben wir das auch erledigt. Ist doch schön. Direkt, ne? Was weg ist, ist es weg. Eigentlich nur 3 Socken in dem Gebiet. Das finde ich schon interessant. Mal gucken, wo die anderen beiden sind. In jedem Gebiet wahrscheinlich einer. Wieder ein kontextsensitiver Spruch. Oh. Boah. Ich wollte gerade erscheinen. Okay. Okay, starten wir neu, würde ich sagen. Wow, wann ist mir zuletzt ein Spiel auf der PS4 abgestürzt? Boah, bitte nicht jetzt irgendein Fehler hier oder so, ne? Autosave gibt's ja zum Glück. Oder ist SavePile korrupt? Das könnte sein. Das wäre auch schön. Nee, ich mache jetzt zum Glück Doppelspielstände. Im Zweifel wäre es nicht so dramatisch. Dann müsste ich jetzt die Folge nochmal neu machen quasi. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Einfach beide kaputt, das wäre doch super. Gutes Spiel auf jeden Fall. Okay. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Hoffentlich hat er die Socke gespeichert. Müsste er wieder hinfliegen. Okay, sieht gut aus. Moment. Jo. Bitte lass mich jetzt dahin hin, ohne dass es wieder abstürzt. Ich mache auch nichts kaputt. Ich will einfach nur... Der Boden sah aber auch nicht so gesund aus gerade. Lass mich einfach vorbei. Ah. So. Ging doch schnell. stürzt das Spiel einfach ab, ey. Mal kurz umgucken. Da oben kann ich auch wechseln. Achso, muss ich auch. Fürs Weiterkommen. Ich guck gerade schon mal, ob man irgendwo vielleicht eine Socke erspähen kann. Da kann man auf jeden Fall wieder Geld ausgeben. Ich liebe es. Nichts Besseres im Spiel. Oh, da kommen die Sprünge. Oh Gott, ich hoffe, die funktionieren in dem Spiel. Da haben viele mal Probleme mit diesen seitlichen Sprüngen. Ich fand die eigentlich nie so dramatisch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ups, häng ich wieder fest. So, Sandy wieder da. Ich brauchte Spongebob nur einmal für den Wandsprung. Einmal für den Wandsprung missbraucht, ja. Jetzt kann ich wieder weg.
Aber den brauchen wir, glaube ich, gleich wieder. SpongeBob, damit er die Sprünge da machen kann. Warte mal, irgendwie habe ich hier doch was Sockiges in Erinnerung. Ha! Ich bin so gut. Muss ich wirklich Patrick Socken mitnehmen? Beginnt gleich die gute... Okay, ich habe zum ersten Mal Sandy ersaufen sehen. Das ist ja interessant. Ich dachte immer, irgendwie habe ich so eine Erinnerung, dass im Originalspiel man Sandy nie in Gebieten hat, wo man Wasser hat. Aber hier ja schon, und im Original auch. Wie sieht denn das im Original aus? Das muss ich mir mal angucken. Das ist mir, glaube ich, nie passiert. Das bezweifle ich ja fast ein bisschen, aber... Aber irgendwie? Weiß ich das gar nicht. Boah, voll faszinierend. Sandy-Absauf-Animation. Nicht schlecht. Da fällt ja sogar fast die Tatsache, dass ich einfach, dass das Ding einfach keine Hitbox hatte und ich da durchgefallen bin. Fast schon im Hintergrund, wa? Ja. Bom. Ja, ja. Bald Geldfarm. Ich freue mich. Sechsstelliger Bereich. Das wird doch super. So. Kann ich schon? Ja. Mag das Geräusch. Es glänzt. Ansprung auf jeden Fall ein bisschen besser als früher. Geht schneller vor allem. So, jetzt müssen wir nämlich nach vorne machen hier. Okay, umdrehen geht natürlich auch. Oh Gott. Ja, der funktioniert wieder gar nicht mehr. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Glückwunsch. Mal gucken, ob man noch eine dritte Socke findet. Aber nee, die wird wahrscheinlich erst im letzten Gebiet sein. Ja, ich glaube, ich weiß sogar wo. In etwa. Ui. Auch interessant, dass man jetzt auf einmal diesen nach vorne Wandsprung machen muss. Bip, bip. Ui. Ja, der direkte Treffer tut nur weh. Das Rutschen nicht. Na komm, werf deinen Kack. Dann geh ein paar Meter zur Seite. Es kann losgehen. Tot. Trotzdem überall umgucken. Naja, die Kacke da hinten nämlich. Das wird gleich spaßig. Oh, ich liebe die Mucke hier. Ah, jetzt da auch eine Socke. Nee, das ist ein Pfannenwender. Tada. Plop. Ja, ist schon cool, dieser Strudel hier. Sieht cool aus. Aber das Bungee springt ja komplett buggy. Na komm, schnell weg hier. Kann sie ja keiner antun. So. Okay, früher musste man den selbst letzten Absprung, glaube ich, immer selbst machen. Nach vorne drücken. So, das habe ich es immer gemacht. Ach ja. So, oh Mist, ich habe gerade den perfekten Sprung eigentlich verpasst. So. Ja. Das hat immer wunderbar funktioniert. Na, fangen wir lieber auf der Seite an, würde ich sagen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Die haben das nicht angepasst. Achso, man kann auch ein bisschen kleben bleiben. Okay. Habe ich nichts gesagt. Okay. Wow. Wow. Was zum? Was war denn das? Im Original musst du es einfach spammen, damit du halt noch zeitlich hinkommst. Aber da konntest du nicht kleben bleiben an den Dingern. Da oh Gott. Okay, jetzt mal Retalk. Das haben wir echt ein bisschen schlechter gemacht. Oh. Da ist so ein Wichser hier in meiner Fresse. Warte mal. Gehen erstmal weiter, weil ich glaube. Nee, doch nicht. Oh, iuiui. Ach komm, wir hauen einfach ab. Scheiß drauf. Oh, warte mal, die Folge ist längst vorbei. Fame, komm auf. Ja, schon um 20 Minuten im Gang. Passt doch eigentlich ganz gut hier, oder? Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Mach jetzt einfach aus dem Prinzip nochmal kaputt. Dann sag ich schon mal danke fürs Zusehen. Ich hab's gefallen. Das nächste Mal geht's weiter mit dem Friedhof des Linken Nonnenlass. Vielleicht schließen wir ihn sogar schon ab, weil ich glaube, da kommt gar nicht mehr so viel. Oder mal nachdenke. Vielleicht kommen wir sogar schon zum.
Ja, wir kommen seit zum Schiff. Also vielleicht beenden wir das nächste Mal sogar schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geile Mucke.